Rage Squid. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Have a Look At, und zwar von Action Hank. Vielen Dank da schon mal an die Entwickler Rage Squid, die mir einen Key zukommen lassen haben. Ihr seht, es ist Early Access, Version 9. Gibt auch noch keinen Multiplayer, demnach wird wohl aber kommen, wie man sieht. Ja. Spielt auf jeden Fall bisher schon, glaube ich, mehr als 45 Strecken, eigenen Level-Editor, wie ihr hier seht. Arbeitet dann mit dem Steam Workshop zusammen, also wird es wahrscheinlich eine Menge Maps geben. Wenn nicht jetzt, dann auf jeden Fall später. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir mal an, das Spiel. Wir können ja noch Helden wechseln, gibt's da verschiedene. Muss wahrscheinlich freispielen, also, ne? Beat Betsy. Ja, da soll ich Challenges machen. Also wir spielen hier diesen Hank, der natürlich aussieht wie hier. Ja. Das Spiel, wie kann man es beschreiben? Kennt ihr Trials? So ein bisschen wie Trials? Was gibt's denn sonst so in der Art? Speedrunners, ne? Es ist an sich. Ja, ihr habt so eine 2D-Map. Ihr müsst halt von links nach rechts kommen. So schnell wie möglich. Und, ja, ich zeig's euch einfach. Ist gar nicht so leicht zu erklären. So, Hello World. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung ist. Ich habe es noch nicht gespielt. B to restart the level. Okay. Ihr könnt hier halt die Geister eurer Freunde challengen. Also wenn euer Freund das Spiel hat und die Map schon gemacht hat, dann könnt ihr eben hier wahrscheinlich gucken. Ich habe jetzt halt keine Freunde, die das Level schon vollendet haben. Ansonsten könntet ihr hier die auswählen, dann würdet ihr halt seinen Geist neben euch noch laufen sehen. Könnt ihr ihn so halt auf jeden Fall gucken, ob ihr ihn schlagen könnt. Dasselbe geht hier nochmal mit dem besten persönlichen Rekord, das dann von mir, nehme ich mal an. Ja, genau, und das ist einfach ohne Gegner. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal uns die Goldzeit vor. Ich weiß noch nicht, wie die Steuerung ist, aber da werde ich sehen. Mit A kann ich springen. Ich muss, glaube ich, noch eins zum Ducken geben. Okay, das war zurücksetzen, das auch. Okay, das Rutschen. Ich teste nur kurz die Steuerung und dann... Okay. Also das war Springen, das war Rutschen. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Okay. Schauen wir doch mal. Das Rutschen ist immer gut, wenn es runter geht, so wie hier. Okay, man darf aber auch nicht zu lange. Ui! Dann muss man gleich wieder loslassen. Dann können wir wieder... Ja, muss man halt mal gucken. Man muss so ein bisschen rauskriegen, wann man anfängt zu rutschen und wann man wieder aufhören sollte. Weil es irgendwann halt so weit bergauf geht, dass man im Laufen wieder schneller ist als im Rutschen. Ja. Das war verkackt. Man sollte halt nicht springen, wenn es gerade runter geht, sondern dann richtig viel Speed verliert. Einmal versuche ich es noch. Wenn nicht, dann ist auch egal. Ich will jetzt die ganze Zeit dieselbe Map hier spielen. Aber da sieht man halt auch schon, was das Spiel ausmacht, nämlich der eigene Ehrgeiz. Ich bin jetzt halt das Ziel gesetzt, um ein Gold schaffen zu wollen. Und das sieht jetzt auch gut aus. Siehste. Und das ist nämlich das, was eben Spiele ausmacht. Genauso wie bei Trails oder bei Trackmania oder bei Speedrunners gibt es jetzt keine Zeit, aber da versucht ihr halt trotzdem nach vorne zu kommen, um eure Freunde zu besiegen. Und das ist halt immer genau das, was dieses Spiel ausmacht. Nämlich der eigene Ehrgeiz. So. Und ich denke mal, wenn man das auch mit Freunden, also synchron spielen kann, und nicht nur gegen Geister, Geister sind ja auch bei Trials Fusion so, aber ich finde halt, wenn du die Freunde direkt siehst und die halt zusammenspielen können und gegebenenfalls noch irgendwie im TS seid, das ist halt schon lustiger, weil ihr euch dann live drüber lustig machen könnt, wenn irgendwer failt, ja? Auch wenn ihr euch nicht wieder Gold auswählen, egal. Das ist dann schon cooler, als wenn ihr eben nur den Geist habt, den er irgendwann gespielt hat. Das könnt ihr ihn ja nicht einfach zuflehnen. Und hat da richtig Speed noch
aufgeholt hier. Könnt auch springen. Ah, wie er mich am Ende noch überholt hat. Bastard. Kann ich nicht gefallen lassen. Da war ich am Anfang ganz weit vorne. Na, wie ist er hier so langsam? Und am Ende wird er voll schnell. Oh, da ist er. Das war der hier unten lang gegangen ist. Schneller? Nein. Okay, ich glaube, das ist langsamer, wenn ich da springe. Oder ich krieg den Sprung nicht vernünftig genug hin, damit ich schneller wäre. Okay, fuck, da darf ich auch nicht rutschen. Und dann springt er und geht direkt hier auf diese Rampe. Kann man das schaffen? Nein, will ich, okay. Dann mal. Gucken, ob ich mir das merken konnte, wahrscheinlich nicht. Runter. 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 Oben lang, dann laufen. Jetzt ist er, glaube ich, gesprungen. Direkt in die Rutsche rein. So, hier aber weiter. Und durch. Er läuft doch. Wieder halbe Sekunde schneller als die Goldmedaille. Ist das da der allgemeine Rank von allen, die das gespielt haben? Da stand irgendwas mit Rank 919 oder sowas. Das wäre auch nochmal interessant, wenn man dann irgendwo das Ranking weltweit sieht. Kann ich gerne mal gucken nach der Map. Ist wieder Gold ausgewählt, wahrscheinlich, ne? Ich will nicht drauf geachtet. Okay, ich glaube, Springen war da nicht so gut. Hat mich voll eingeholt. Okay, da kann man wohl Walljumpen. Schauen wir uns erstmal die Map an, ne? Eigentlich hat das so ein bisschen was mit Trackmania gemeinsam, immer erste Runde erstmal die Map anschauen, gucken, wo schwere Teile kommen, was man besser machen muss und dann versuchen, eine gute Zeit hinzulegen. Aber immer erstmal einmal durchkommen. Ah, eine Pringles-Dose, ich bin schwer gesprungen, bin ja nicht so klug. Kann man auch springen, okay, und dann ist er hier, was ich nicht hinbekommen habe. Man kann auch nur zum Checkpoint zu resetten. Das ist wahrscheinlich die andere Taste. Das war kacke. Woo! Wieso klappt das nicht? Das kann ich ja einfach mal weiter rutschen. Ja. Ja, wir laufen einfach. Oh, schneller. Fuck, ich komme da nicht hoch, weil ich zu früh springe, glaube ich. Da gut. Da auch gut. Ja. Läuft, läuft, läuft. Oh, er ist direkt hinter mir. Ah, oh, das war knapp. Puh. Easy. Na, guck hier. Ich glaube, das ist der World Rank. You've beaten 55% of all players. Okay, also ich habe 55% aller Spieler weltweit besiegt. Und ich bin auf Platz 1284 von 2885 Spielern, die das bereits gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ist das viel für ein Early Access Game? Für so ein Indie-Spiel, was jetzt nicht wirklich bekannt ist, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, es geht eigentlich, ne? Nur 3000. Nichts an der Map. Und allgemein, Singleplayer-Spiele sind ja jetzt nicht so beliebt, ne? Ich denke, sobald es einen Multiplayer kriegt, wird es immer einen extremen Boost kriegen. Weil du hast halt einen Freund, dem es gefällt, der wird es halt direkt seinen ganzen Freunden empfehlen und so, weißt du? Ist ja bei mir auch immer so. Alleine spiele ich die Spiele halt nicht, aber wenn die halt einen Multiplayer-Modus kriegen, dann empfehle ich sie sofort immer. Spätestens bei einem Steam-Sale allen Freunden und sage ihnen, das müsst ihr kaufen. Und die Leute wissen, dass die Spiele, die ich ihnen empfehle, meistens auch nicht so schlecht sind.
auch ein paar Ausnahmen. Ein paar wenige. Hui! Und rutschen! Und rutschen! Ja, da hätte ich euch nicht springen dürfen, da habe ich voll Speed verloren. Ah, fuck, okay. Das war echt nur die eine Stelle, an der ich das ganze Spiel verloren habe. Okay. Wollte ich nur vorhin auch schon testen. Da muss ich dann springen, oder was? Er macht das zumindest so. Zu früh. Irgendwann auf den grauen gesprungen. Aber ich rutsch, glaube ich, zu früh. Ja. Ich glaube, da lohnt sich nicht zu springen. Wie, glaube ich, mehr Zeit, als ich einhole. Na, einfach so. Genau. Ich meine, ich gehe schneller. Fuck, hier sollte ich ja nicht springen. Ja, ich da springe, macht aber so einen Rückwärtssalto. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie der das da gerade löst. Das war der Kacke. 2 Sekunden her, habe ich schon wieder alles vergessen. Nein! So musste ich da hängen bleiben. Ah, ihr seht schon, wie ich das Spiel catch, ne? Scheiß Ehrgeiz hier. Ich will unbedingt dabei den goldenen packen. Die Musik ist eigentlich auch ganz geil. Erinnert so ein bisschen an so alte Super Nintendo-Teile oder so Power Rangers oder sowas. Oder so Arcade-Spiele im Allgemeinen. Es hätte noch um einiges schneller gehen können. Aber ich wollte jetzt einfach nur Gold besiegen. Mein Ehrgeiz ist Gold und nicht irgendwie beste Spieler zu sein. Da sind schon einige besser, oder? Also sehe ich hier jetzt kein Ranking? Ist Steam offline gegangen oder so? Keine Ahnung. Ist auch egal. Hot Feet. Floor is Lava. Das weiß ich, stehe auf so einem Panzer. Ach so, ja. Hier muss man jetzt auch noch auf die Map achten. Und stirbt man. Ah. Das war bestimmt irgendwas Positives, über das ich gerade rübergesprungen bin, oder? Fuck. Finde ich voll viel Speed. Macht der das denn gerade hier? Vorher springen? Oder möglichst spät springen, weil ich guck mir kurz an, wie der das macht hier. Ich verliere da richtig viel Speed. Springt hier also so. Ups. Man wird auch schneller mit der Zeit, man muss also schon ein bisschen Beschleunigung haben. Guck, ich verliere da voll viel Speed, wenn ich darauf gehe. Oder drückt da einmal kurz rutschen oder so. Was macht er das denn hier? Sprung, Sprung. Oder ich muss möglichst spät springen, damit ich weit hinten aufkomme oder so. Ah, okay, so ging's. Das war ein bisschen langsamer, aber okay. Woo! Ach fuck, war wieder so ein Speed-Teil, als ich rüber gesprungen bin. Das ist voll gemein. Machen die immer da, wo die wissen, dass ich rüber springe. Okay, da muss man vorher springen, sonst landet man da gar nicht drauf. Das ist auch gemein. So. Wuhu! Es ist dunkel! So dunkel! Ah, fuck. Ich sehe aber auch vielleicht, wo noch ein paar Probleme mit dem Multiplayer sind. Wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie sie das handhaben wollen. Irgendwie jeder nur. Ah, fuck! Reden und
Konzentrieren klappt nicht gleichzeitig. Ob, was wollte ich jetzt sagen? So, was ihr Ziel ist, ob sie halt nur einen Versuch haben wollen, immer. Ach, jetzt hab ich mir das vergessen, egal, ich wollte mir noch kurz das Ende angucken. Ob sie halt immer nur einen Versuch haben dann, oder wie sie das allgemein handhaben? Okay, so gibt's auch. Ob das wirklich schnell war, ist die andere Frage. Sieht aus, ob es zumindest für Gold locker reicht, ja. Und das spielen schon nur 700. Aber das ging auch noch mal schneller. Die Stadt verkackt. Das habe ich ja nicht vorhin auch schon verpasst. Das ist gar nicht so leicht hier, den Start und Ende von so einer Rutschpartie immer am besten auszunutzen. Woo! Ah, das war doch gut. Und das auch. Bam. Das ist eine Zahl. Guck mal hier, 4 Sekunden fast besser. Das ist eine, die sich, glaube ich, sehen lassen kann, oder? Aber wieso zeigt er jetzt 68. Guck mal. 90% geschlagen. Das kann man so stehen lassen, würde ich mal sagen. Würde ich sagen, machen wir noch die beiden Maps hier, dann haben wir das erste Ding durch. Das sollte dann wahrscheinlich erstmal reichen für so einen Ersteindruck. Vielleicht schauen wir da nochmal rein, wenn der Multiplayer da ist. Ist dann sicher auch. Jetzt müssen wir hier irgendwie einen schlagen, oder was? Okay. Springt von alleine so behindert, wenn man nicht besser springt. Fuck. Ich war irritiert. Diese Raketen. Ich dachte, es wäre irgendein Obstacle, über das ich rüberspringen musste. Hadoken! Gesehen, dass ich das Speed verloren habe, aber die auch so. Ich will mal gucken, wo ich bin. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde gerne kurz nehmen. Da musst du es mal erst laden, darum poppt das manchmal später auf das World Ranking. Oder? Oder gibt es nicht für jede Map eigentlich schon? Keine Ahnung. Egal, ist auch nicht so wichtig hier, ne? Ist nicht so wichtig. Time to beat Swanhack. So, ich krass auf Schwan bin. Wo geht's denn hier? Dass ich alle Dinge einsammeln oder was? Achso, ne, okay. Alle Dinge einsammeln in einer gewissen Zeit, oder was? Das Ding da nicht. Muss doch gehen, ne? Oder machen wir einfach. Packst mich hier wieder hier. Ich wollte nach da links. Die Spawn hatte. Ich komme da nicht mehr hin. So. Dann hier lang. Und kommt über eine Ruhe gesprungen. Die eigentlich da unten vergessen habe. Schon wieder. Gibt's nicht. Da einmal rüberspringen. Fuck! Ich soll doch nicht springen, aber komm ich dann da rüber? Die Matte fehlt hier. War, weil sie auch noch nicht so ganz. Ja.
wahrscheinlich nicht der beste Weg, aber was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? So, schon eine Kackzeit. Ich würde gerne die Online-Zeiten sehen hier. Zeig mir die Online-Zeiten! Zeigt er mich? Dann halt nicht. Habe ich jetzt gemacht, Bonus 1, oder? Gibt es wahrscheinlich nur keine Medaillen oder so. Hier gibt es auch noch wahrscheinlich besiegt oder nicht besiegt, denn jetzt habe ich wahrscheinlich den Charakter freigeschaltet, oder? Und jetzt haben wir hier zwei neue Map Arten freigeschaltet. Ich wahrscheinlich am Ende einen anderen Typen kriege jeweils. Wahrscheinlich den Afro-Typen. So, wie viele Maps waren jetzt hier? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Gibt auf jeden Fall schon ein paar Maps, und dann können wir hier nochmal kurz gucken. Play Downloaded Levels habe ich ja keine. Kurz den Steam Workshop öffnen, seht ihr jetzt glaube ich nicht, weil glaube ich, das Steam Overlay nie aufnimmt. Ja, aber mal irgendeine Map. Wir können aber mal testen hier, ne? Subscribe. Oh, die sieht aber wundervoll aus. Werde ich bestimmt failen. So. Jetzt hier gehe, sehe ich es noch nicht. Unsubscribe and delete. Wait. Den jetzt runtergeladen? Ich subscribe, glaube ich. Subscribed. Vielleicht mal auf Spiel neu starten, das kann natürlich auch sein. Ne, ja, da ist es doch, Steam Rolling. Momentum, Momentum, Momentum. Das ist ja egal, ich habe eh keinen Rekord hier. Gucken, ob ich überhaupt durchkomme. Fuck, wenn's mich verkackt hab. Ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wie so schnell ich gedrückt halte? Ich glaube. Ob ich allgemein nur gedrückt halten muss? Soll ich mal testen? Sieht irgendwie ein bisschen danach aus. Aber da nicht. Fuck! Lass mich da hoch. Das ist nicht so ganz richtig. Dreh mich im Kreis. Ho. Hallo Pluto. Gott, I can do it. I can boogie. Boogie, boogie. So komisch aus. Geht doch. So. Ach guck mal, die haben sogar 74. Guck mal, also ein paar gibt's, die Workshop-Map spielen. 74 haben die gespielt, ich bin jetzt Platz 25. Fuck, das war die falsche Taste. Ich wollte mit B zurückgehen, aber B war ja Respawn. So. Ich würde sagen, dann war's das erstmal mit Action Hero. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich bei den Entwicklern, die hatten einen coolen Namen, Rage Squid. Nochmal für den Key. Vielen Dank, die werden es wahrscheinlich nicht verstehen, weil das Engländer sind, oder auf jeden Fall Englisch sprechen der wahrscheinlich. Und das ein deutsches Video ist, werden sie es wahrscheinlich nicht angucken. Aber sie werden wahrscheinlich trotzdem dankbar sein. Und ich ihnen auch. Und daher, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bei einem weiteren Spieletest, Vorschau, Reingucker, wie ihr es auch immer nennen wollt. Wahrscheinlich wieder eine Beta. Denn ich liebe es einfach, Beta anzuspielen. Ich spiele selten was durch, aber ich spiele vieles an. Und dafür seid ihr wahrscheinlich auch auf meinem Channel. Danke und ciao.